Wir befinden uns in der Area 47, das ist eigentlich Beschreibung genug, da geht es genau um den Breitengrad. Das ist der 47. Breitengrad, sollte eigentlich jeder kennen beim Namen. Und das ist heute das Finale einer Tour mit 5 Stationen. Also die Bestandsaufnahme hat bis jetzt 84 Freeskier in ganz Österreich ergeben. Und die besten 3 aus den Jahrgängen 95, 96, die wir heute am Ende der Tour jetzt feststellen, die sind im Olympiakader. Dass das Finale hier stattfindet, war das erste, was bei der ganzen Tour feststand, weil es von allen Wasserschanzen mit Abstand die geilste ist. Es ist einfach so. Es ist die beste sportlich gesehen, weil sie einfach eine gute Kurve hat. Es ist die größte. Und sie ist vom Ambiente, vom Flair rundherum einfach der Hammer. Die große Stärke, was den Judges sich auch sehr gut gefallen hat, sind meine Switch-Sprünge. Und eben weil ich ziemlich der Einzige war, war das eben ein Sprung, der Switch misst die Zehner, den einfach weniger gemacht haben. War ein super Event dort. Ich bin Zweiter geworden, weil ich den Darukhak 12 Muted Japan gemacht habe. Mein Ziel ist, dass ich in Innsbruck 2012 am Podium bin. Ja, es hat echt super gut gelaufen und ich habe dann mich immer ein bisschen gesteigert und dann am Ende im Finale war ich bei einem Double Cork 14er und der hat dann auch für den Sieg gereicht. Das Drumherum ist einfach auch super cool mit den Leuten, die Leute schauen zu, man kann auch gut andere Sachen machen, nicht nur springen, es macht einfach Spaß.